Heutiges Thema sind kostenlose und frei zugängliche Internetzugänge. Denn immer häufiger können sich Menschen in Rheinland-Pfalz kostenlos ins Internet einwählen. Besonders viele dieser Hotspots genannten kostenlosen Einwahlpunkte haben die lokalen Freifunkinitiativen aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel den Freifunk Mainz e.V. oder den Freifunk Westpfalz e.V. Wir von der Verbandsgemeinde Sprendling-Gensingen sind auch dabei und haben uns der Initiative Freifunk Mainz aufgrund der lokalen Nähe angeschlossen. Das Ganze funktioniert so. Wir haben einen Internetzugang gebucht und stellen einen Teil dieser Internetbandbreite zur Verfügung für das Freifunknetzwerk. Dazu wird einfach eine Software auf einen Router eingespielt und diese Software macht den Router zu einem Knotenpunkt des Freifunknetzwerkes. Alle Bürger können sich mit ihrem Smartphone oder Tablet, indem sie einfach auf neue WLAN-Verbindung hinzufügen klicken, in das Freifunknetzwerk ohne Passwort einwählen. Klar, die kostenlose Freifunkverbindung ist gewissermaßen ein Basiszugang zum Internet. Das heißt, man kann keine extrem schnellen Bandbreiten erwarten, wie wenn man dafür bezahlt, denn man teilt sich den Zugang mit vielen anderen. Aber für E-Mails abzurufen, WhatsApp-Nachrichten zu lesen oder vielleicht auch ein Skype-Telefonat reicht die Bandbreite allemal aus. Derzeitige Standorte unserer Freifunk-Zugangspunkte sind im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung, in der Grundschule Sprendlingen und der Energieagentur sowie dem Rathaus in Sprendlingen. Neu hinzugekommen sind Zugangspunkte im Rathaus Gensingen, im Rathaus Welgesheim, im Dorfgemeinschaftshaus Zotzenheim sowie in der Ortsmitte von Horweiler. Wir beabsichtigen, das Freifunknetzwerk weiterhin auszubauen und Sie können uns gerne dabei helfen. Damit sind Unternehmen, aber auch Privatpersonen gemeint, die bereit sind, einen Teil ihres Internetzuganges auch dem Freifunknetzwerk zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@sprendlingengensingen.de oder wenden Sie sich direkt an den Verein Freifunk Mainz.